Name ist Philipp Jagusch, ich bin 26 Jahre alt und zurzeit Auszubildender bei der IDNet Solutions zum IT-Systemkaufmann und zurzeit im zweiten Lehrjahr. Die IDNet Solutions ist ein tolles Unternehmen, ich arbeite sehr gerne hier. Die Kollegen sind alle sehr freundlich. Wir haben in der Vergangenheit bereits Auszubildende gehabt, die als Landes- und Kammerbester abgeschlossen haben. Und auch unsere letzten beiden Auszubildenden ist es so ergangen und dementsprechend haben wir auch dieses Jahr den Ausbildungs-Award der IHK verliehen bekommen. Mein Name ist Sonja Bargmann, ich bin 25 Jahre alt, ich mache ein duales Studium bei der Herose GmbH in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsakademie in Lübeck. Mein Studienfach ist BWL, mein Schwerpunkt ist dabei Industriemanagement und das Besondere ist eben, dass ich nicht nur das Studium mache, sondern parallel dazu noch eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Für mich war das duale Studium deshalb die beste Wahl, weil ich hier alles vereinen kann. Ich habe nicht nur die theoretischen Phasen im Studium, sondern ich habe auch den praktischen Bezug hier im Unternehmen und gleichzeitig am Ende nicht nur den Studienabschluss, sondern eben auch diese Ausbildung. Und das vereint einfach alles. Also bei meinem Ausbilder ist es so, dass die Tür immer offen steht. Der hat immer Zeit für mich, beantwortet mir alle Fragen, die ich habe und ist wirklich da und begleitet mich sehr, sehr gut. Und ich denke, das macht auch eine gute Ausbildung aus, dass da wirklich qualifizierte und engagierte Ausbilder hinterstehen, die für einen da sind, ein offenes Ohr haben und das sogar neben ihrer hauptsächlichen Tätigkeit. Mein Name ist Yvonne Lebens. Ich arbeite bei Amaral Beltech in Geesthacht und habe im Mai meine Ausbildung als technische Konfektionärin abgeschlossen und bin seitdem hier bei Amaral tätig. Was ich immer auch immer so ganz schön fand, am Ende des Tages nach Hause zu fahren und zu wissen, ich habe was produziert, ich habe was gemacht, was andere Leute benötigen, um ihre Arbeit selbst weiter fortzuführen. Und das hat mich auch ein bisschen mit Stolz erfüllt, so dass ich sagen kann, so jetzt, ich habe es gemacht und so. Als ich noch klein war, war es damals immer so, dass wir rausgegangen sind. Und da habe ich mich dann mit meinen Freunden getroffen und haben wir halt auch Sandburgen gebaut und solche Sachen. Oder aber auch, was ich auch immer früher ganz toll fand, einfach ein paar Bretter nehmen und dann einen Baum suchen und ein Baumhaus bauen. Dementsprechend finde ich es auch gut, dass das weiter gefördert wird, weil ich finde, zur heutigen Zeit werden viele Kinder einfach nicht mehr so wirklich unterstützt und auch ermutigt, Sachen zu bauen. Und dann kam dann eines Tages Post von der IHK. Und da wurde dann halt mitgeteilt, dass ich Landesbeste bin. Und das zu, allein schon zu lesen, ich musste es mindestens 5 bis 6 Mal lesen, dass ich das wirklich glauben konnte. Ich war übertrieben glücklich. Ich war richtig, richtig stolz darauf. Und als dann die Ehrung an sich selbst stattgefunden hatte, das war so ein herrliches Gefühl. Das war eine pure Bestätigung für die jahrelange Arbeit, die man da gemacht hat. Ausbildung ist für uns ganz besonders wichtig, um einfach auch einen guten Nachwuchs zu bekommen. Und 80% unserer Auszubildenden stellen wir jedes Jahr in unserem Betrieb ein. So ist es heute für uns im Betrieb auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir Mitarbeiter haben, die eine Fortbildung machen wollen, die einen Meister machen wollen oder ein Studium am Wochenende machen wollen, ihnen dafür die Zeit und auch die Mittel zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist Ausbildung für die gesamte Region, für alle Betriebe, die ausbilden oder ausbilden sollten, besonders wichtig, denn wir wollen doch die Leute auch in unserer Region halten.